Hallo meine Lieben und willkommen bei Ediths kreativen Chaos. Ja, heute mache ich mal nichts mit Papier, ich hole euch da mal näher ran, sondern ich bin vor einiger Zeit über diese kleinen Fläschchen hier gestolpert beim Teddy. Und ja, ich finde, die sind ja wirklich ganz entzückend. Was kann man jetzt aus solchen Fläschchen machen und wie kann man die jetzt quasi in einem Journal verwenden? Das möchte ich euch heute zeigen. Gedacht sind die Teile ursprünglich, um so etwas hier damit zu machen. Einen kleinen Anhänger, eine kleine Potion quasi, einen kleinen Zaubertrank, und das kann man sich dann um den Hals hängen an einer Kette. Aber wir können das Ganze natürlich auch für unsere Journal adaptieren. Wir können da natürlich auch das für ein Bimselbamsel nehmen. Und wie ihr das befüllt und wie ihr das ordentlich verschließt und wie ihr das dann auf euer Journal raufhängen könnt, das zeige ich euch jetzt. So, wie ihr vielleicht jetzt gesehen habt, ich habe diese Kette, dieses Kettenteil hier mit so kleinen, diese Seed Beads oder wie man diese nennt, da befüllt aus dem Grund, weil ich das einfach habe her vom Schmuck machen. Aber diese kleinen Dinger, ja, ich mache nicht mehr sehr viel damit und eigentlich möchte ich die dann ganz gerne irgendwie ein bisschen weg haben. So, als erstes empfiehlt sich die Flasche zu öffnen, ne? Hahaha, weil sonst bringt sie nichts hinein. Dann, was ich euch auch noch raten würde, wäre eine Heißklebepistole. Mit der verschließen wir das Fläschchen dann nachher. Und alles, was ihr jetzt in diese Flasche hineinfüllen möchtet, ob das jetzt diese kleinen Seedbeads sind, wenn ihr die vielleicht zu Hause habt, oder vielleicht habt ihr irgendwelchen Glitzer zu Hause oder Glitzerkleber würde auch gehen. Oder ja, Flüssigkeiten wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil die weichen dann vielleicht den Stoppball auf und das müsste man dann halt schon wirklich gescheit versiegeln. Ja, irgendwelche kleinen Metallteile oder ja, was weiß ich. Also ihr könntet auch Sand hineinfüllen mit einem Charm zum Beispiel oder ja, was euch einfällt. Also ich verwende jetzt halt diese kleinen Seedbeads und diese facettierten Steinchen hier, weil ich die Dinger einfach habe, weil ich nicht viel damit mache. Und ja, ich fülle die jetzt da mal großzügig hinein. In das Ganze dazwischen halt einfach auch ein paar von den größeren Steinchen. So, und warum mache ich das Ganze in Rot? Weil die roten alle sind. Ich habe hier auf dem Markt, auf dem ich letztens war, sehr viel von den roten auch eben verkauft als Halsketten, als diese Potions hier, und darum mache ich die jetzt halt eben in Rot. So, geht vielleicht noch ein bisschen was von den durchsichtigeren da rein. Einfach so lange anfüllen, bis das halbwegs voll ist. Mal ein bisschen schütteln und schauen, ob noch was Platz hat. Und dann schaue ich, ob der Stöpsel schon passt oder ob noch ein bisschen was Platz hat. Uha,
Sorry. Ein bisschen was geht noch rein, so zwei, drei Steinerlen kann man noch reingeben. Gut, das kann ich jetzt natürlich in allen Farben machen. Wir stöpseln das hier mal zu, dass da die Dinge nicht rausfallen. Ich mache dann gleich nochmals mit Violett zum Beispiel und so ein bisschen Lila. Da fülle ich jetzt ein bisschen diese violetteren Dinge hinein. Und wenn da was in einer anderen Farbe dazu schlüpft, ist mir das auch egal. Es sollte zu viel drin sein, muss man halt wieder ein bisschen was rausnehmen. Hin. So. Und ja, machen wir noch eines mit so grünen Teilen. Und dann ein bisschen mit Weiß mischen. Und diese viereckigen geht meistens mehr hinein. Jetzt ist da wieder rosa drinnen, das will ich eigentlich nicht. Noch ein paar. Dann haben wir hier jetzt ein, das schillert sogar, so ein grünes, ein so rosa-violettliches und ein rotes. Gut, die Perlen können wir jetzt mal auf die Seite geben. Und jetzt werden wir diese Stoppeln hier verschließen. So, zu dem Zweck nehme ich jetzt einfach meine Heißklebepistole und drücke mir da wirklich ein gutes Stück an Kleber hinein und stecke mir dann gleich den Stöpsel rein. So. Weil es nicht, ob man das so richtig sieht dann. Da ist jetzt quasi diese Schicht mit dem Heißkleber. So, also wie gesagt, hier gut füllen mit dem Heißkleber, aber eben schon noch so, dass da jetzt Platz für den Stöpsel ist, dass dann der Heißkleber nicht da oben rausquillt. Man könnte das Ganze auch vielleicht mit bunten Heißkleber füllen. Das gibt es ja diese Klebepistolen in alle Farben. Könnte man das vielleicht auch machen, dass man sagt, man füllt da
Dann das noch zusätzlich irgendwie so ein bisschen hinein. So. Genau. Und das habe ich jetzt gut festgedrückt und somit kann mir das hier auch nicht entwischen. Was ich dann gerne mache, weil das ist einfach dann nur so hineingeschraubt, dieses Teilchen hier, das da, dass ich da auch noch gerne einen Tupfen Heißkleber auf das Ding drauf gebe und das dann da wieder zurück hineinschraube. Habe jetzt gerade, wenn es geht. So. Weil dann seid ihr halt wirklich auf der sicheren Seite, dass einem da nichts runterfällt, weil es wäre ja dann schade, wenn diese süßen kleinen Fläschchen irgendwie verloren gehen, wenn man sein Journal dann irgendwie durch die Gegend trägt und dann verliert man es vielleicht draußen irgendwo in der Wiese oder in der Tasche oder. Meine Tasche wäre jetzt halb so schlimm, da würde man es wieder finden. Aber so. Gut. Als nächstes wäre dann nicht schlecht, wenn ihr irgendwo vielleicht so einen Biegering habt. Vielleicht von einer alten Kette oder. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwo sowas zu Hause, vielleicht habt ihr euch eh sowas schon zugelegt. Also Biegering wäre nicht schlecht. Und zwei Zangen, mit denen ihr gut was festhalten könnt. Ich möchte mich hier an dieser Stelle entschuldigen, dass Montieren der Biegeringe habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Habe ich erst später bemerkt, sorry. Aber wie man Biegeringe richtig montiert, glaube ich, wisst ihr eh. Und ich habe jetzt, wie ihr unschwer erkennen könnt, an dieses grüne kleine Fläschchen noch ein Stückchen Kette mit einem ja, wie sagt man jetzt in Deutsch dazu? Na, mit so einem Kettenanhängerverschluss draufgegeben. Und mit diesem Verschluss kann man das dann quasi an sein Journal, an sein Bimsel Bamsel befestigen. Meine Lieben, das war ein kleines, kurzes, knackiges Tutorial für ein Bimsel Bamsel. Ich hoffe, es war Inspiration für euch. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Ich weiß, ich sage das jedes Mal und es ist schon sicher fad, wenn ihr das hört, aber es hilft mir wirklich, die Sichtbarkeit meines Kanals quasi voranzubringen. Gut, meine Lieben, ich hoffe, es war euch eine Inspiration und ihr setzt euch noch heute vielleicht an den Basteltisch und gestaltet euch was Schönes. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal bei Ediths kreativem Chaos. Ciao, ciao, meine Lieben.